Herkese merhaba. Dialoge auf Deutsch Almanca Diyaloglar bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde yolda karşılaşmış olan iki arkadaşın arasında geçen bir diyalog örneği göreceğiz. Hallo Dirk. Hallo Wildan. Wie geht es dir? Wo gehst du hin? Mir geht es gut, Wildan. Ich gehe zum Supermarkt. Wo gehst du hin? Tekrar edelim. Hallo Dirk. Hallo Wildan. Wie geht es dir? Wo gehst du hin? Mir geht es gut, Wildan. Ich gehe zum Supermarkt. Wo gehst du hin? Ich gehe in den Park, um zu joggen. Nachdem ich mit dem Einkaufen im Supermarkt fertig bin, werde ich auch joggen gehen. Wenn du willst, warte ich auf dich. Dann können wir gemeinsam laufen. Tekrar edelim. Ich gehe in den Park, um zu joggen. Nachdem ich mit dem Einkaufen im Supermarkt fertig bin, werde ich auch joggen gehen. Wenn du willst, warte ich auf dich. Dann können wir gemeinsam laufen. Ich will dich nicht warten lassen. Gehe du in den Park, ich komme nach. Wir können uns dort treffen. Aber bis du kommst, werde ich schon gelaufen sein. Tekrar edelim. Ich will dich nicht warten lassen. Gehe du in den Park, ich komme nach. Wir können uns dort treffen. Aber bis du kommst, werde ich schon gelaufen sein. Ich werde nur ein Brot, 200 Gramm Käse und 1 Kilo Äpfel kaufen. Ach, und noch Butter. Das heißt, dass du in 10 Minuten mit deinem Einkauf fertig bist. Wenn auch nicht in 10 Minuten, in 15 Minuten bin ich bestimmt fertig. Tekrar edelim. Ich werde nur ein Brot, 200 Gramm Käse und 1 Kilo Äpfel kaufen. Ach, und noch Butter. Das heißt, dass du in 10 Minuten mit deinem Einkauf fertig bist. Wenn auch nicht in 10 Minuten, in 15 Minuten bin ich bestimmt fertig. Okay, dann warte ich hier auf dich. Warte nicht, sonst wird es dir langweilig. Ich setze mich hier auf die Bank und schaue herum. Mir wird es schon nicht langweilig. Ich denke, du solltest mit mir in den Supermarkt kommen. Tekrar edelim. Okay, dann warte ich hier auf dich. Warte nicht, sonst wird es dir langweilig. Ich setze mich hier auf die Bank und schaue herum. Mir wird es schon nicht langweilig. Ich denke, du solltest mit mir in den Supermarkt kommen. Das hatte ich gar nicht auf dem Plan, aber ich komme mit und kaufe Brot und Oliven ein. Ja, das ist gut. Lass uns zusammen einkaufen. Tekrar edelim. Das hatte ich gar nicht auf dem Plan, aber ich komme mit und kaufe Brot und Oliven ein. Ja, das ist gut. Lass uns zusammen einkaufen. Wenn du magst, können wir zuerst laufen und danach einkaufen gehen. Das ist eine sehr gute Idee. Lass uns zuerst laufen und danach einkaufen gehen. Aber ich möchte etwas länger laufen. Tekrar edelim.
Wenn du magst, können wir zuerst laufen und danach einkaufen gehen. Das ist eine sehr gute Idee. Lass uns zuerst laufen und danach einkaufen gehen. Aber ich möchte etwas länger laufen. Okay, wir laufen so lange wie du willst. Der Supermarkt schließt um 19 Uhr. Nicht vergessen. Okay. Tekrar edelim. Okay, wir laufen so lange wie du willst. Der Supermarkt schließt um 19 Uhr. Nicht vergessen. Okay. Erzähle mir von deiner Arbeit, während wir laufen. Bei der Arbeit ist alles okay. Tekrar edelim. Erzähle mir von deiner Arbeit, während wir laufen. Bei der Arbeit ist alles okay. Tekrar edelim. Hallo Dirk. Hallo Wildan. Wie geht es dir? Wo gehst du hin? Mir geht es gut, Wildan. Ich gehe zum Supermarkt. Wo gehst du hin? Tekrar edelim. Hallo Dirk. Hallo Wildan. Wie geht es dir? Wo gehst du hin? Mir geht es gut, Wildan. Ich gehe zum Supermarkt. Wo gehst du hin? Ich gehe in den Park, um zu joggen. Nachdem ich mit dem Einkaufen im Supermarkt fertig bin, werde ich auch joggen gehen. Wenn du willst, warte ich auf dich. Dann können wir gemeinsam laufen. Tekrar edelim. Ich gehe in den Park, um zu joggen. Nachdem ich mit dem Einkaufen im Supermarkt fertig bin, werde ich auch joggen gehen. Wenn du willst, warte ich auf dich. Dann können wir gemeinsam laufen. Ich will dich nicht warten lassen. Gehe du in den Park, ich komme nach. Wir können uns dort treffen. Aber bis du kommst, werde ich schon gelaufen sein. Tekrar edelim. Ich will dich nicht warten lassen. Gehe du in den Park, ich komme nach. Wir können uns dort treffen. Aber bis du kommst, werde ich schon gelaufen sein. Ich werde nur ein Brot, 200 Gramm Käse und 1 Kilo Äpfel kaufen. Ach, und noch Butter. Das heißt, dass du in 10 Minuten mit deinem Einkauf fertig bist. Wenn auch nicht in 10 Minuten, in 15 Minuten bin ich bestimmt fertig. Tekrar edelim. Ich werde nur ein Brot, 200 Gramm Käse und 1 Kilo Äpfel kaufen. Ach, und noch Butter. Das heißt, dass du in 10 Minuten mit deinem Einkauf fertig bist. Wenn auch nicht in 10 Minuten, in 15 Minuten bin ich bestimmt fertig. Okay, dann warte ich hier auf dich. Warte nicht, sonst wird es dir langweilig. Ich setze mich hier auf die Bank und schaue herum. Mir wird es schon nicht langweilig. Ich denke, du solltest mit mir in den Supermarkt kommen. Tekrar edelim. Okay, dann warte ich hier auf dich. Warte nicht, sonst wird es dir langweilig. Ich setze mich hier auf die Bank und schaue herum.
Mir wird es schon nicht langweilig. Ich denke, du solltest mit mir in den Supermarkt kommen. Das hatte ich gar nicht auf dem Plan, aber ich komme mit und kaufe Brot und Oliven ein. Ja, das ist gut. Lass uns zusammen einkaufen. Tekrar edelim. Das hatte ich gar nicht auf dem Plan, aber ich komme mit und kaufe Brot und Oliven ein. Ja, das ist gut. Lass uns zusammen einkaufen. Wenn du magst, können wir zuerst laufen und danach einkaufen gehen. Das ist eine sehr gute Idee. Lass uns zuerst laufen und danach einkaufen gehen. Aber ich möchte etwas länger laufen. Tekrar edelim. Wenn du magst, können wir zuerst laufen und danach einkaufen gehen. Das ist eine sehr gute Idee. Lass uns zuerst laufen und danach einkaufen gehen. Aber ich möchte etwas länger laufen. Okay, wir laufen so lange wie du willst. Der Supermarkt schließt um 19 Uhr. Nicht vergessen. Okay. Tekrar edelim. Okay, wir laufen so lange wie du willst. Der Supermarkt schließt um 19 Uhr. Nicht vergessen. Okay. Erzähle mir von deiner Arbeit, während wir laufen. Bei der Arbeit ist alles okay. Tekrar edelim. Erzähle mir von deiner Arbeit, während wir laufen. Bei der Arbeit ist alles okay. Tekrar edelim. Hallo Dirk. Hallo Wildan. Wie geht es dir? Wo gehst du hin? Mir geht es gut, Wildan. Ich gehe zum Supermarkt. Wo gehst du hin? Ich gehe in den Park, um zu joggen. Nachdem ich mit dem Einkaufen im Supermarkt fertig bin, werde ich auch joggen gehen. Wenn du willst, warte ich auf dich. Dann können wir gemeinsam laufen. Ich will dich nicht warten lassen. Gehe du in den Park, ich komme nach. Wir können uns dort treffen. Aber bis du kommst, werde ich schon gelaufen sein. Ich werde nur ein Brot, 200 Gramm Käse und 1 Kilo Äpfel kaufen. Ach, und noch Butter. Das heißt, dass du in 10 Minuten mit deinem Einkauf fertig bist. Wenn auch nicht in 10 Minuten, in 15 Minuten bin ich bestimmt fertig. Okay, dann warte ich hier auf dich. Warte nicht, sonst wird es dir langweilig. Ich setze mich hier auf die Bank und schaue herum. Mir wird es schon nicht langweilig. Ich denke, du solltest mit mir in den Supermarkt kommen. Das hatte ich gar nicht auf dem Plan, aber ich komme mit und kaufe Brot und Oliven ein. Ja, das ist gut. Lass uns zusammen einkaufen. Wenn du magst, können wir zuerst laufen und danach einkaufen gehen. Das ist eine sehr gute Idee. Lass uns zuerst laufen und danach einkaufen gehen. Aber ich möchte etwas länger laufen. Okay, wir laufen so lange wie du willst.
Der Supermarkt schließt um 19 Uhr. Nicht vergessen. Okay. Erzähle mir von deiner Arbeit, während wir laufen. Bei der Arbeit ist alles okay. In dieser Lektion haben wir ein Beispiel für einen Dialog zwischen zwei Freunden, die sich auf der Straße begegnet sind, gezeigt. Auf Wiedersehen, bis zu einer anderen Dialoge auf Deutsch-Lektion.